Thank you, Beatrix. Ja, Beatrix von Storch, bitte. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Sehr geehrter Herr Draghi, Sie haben Anfang des Jahres eine Anfrage meines Kollegen Walli und Sani beantwortet zu dem Thema Umgang mit den Forderungen aus dem Target-2-System. Sie haben am 18. Januar wie folgt geantwortet. If a country were to leave the Eurosystem, it's Wenn ein Land das Eurosystem verlässt, dann gibt es Verbindlichkeiten zwischen der Zentralbank und der EZB. Diese Verbindlichkeiten müssen gewürdigt werden. Ungefragt auf das hypothetische Szenario eines Austritts aus der Eurozone eingegangen. Der Austritt aus der Eurozone ist natürlich der Worst Case. Und wenn wir schon über das Was wäre, wenn sprechen, dann doch vielleicht über Szenarien, die näher liegen als der Austritt eines Landes aus dem Euro. Deswegen bin ich etwas verwundert über die Antwort, die Sie Anfang des Monats im niederländischen Parlament gegeben haben. Sie sind dort gefragt worden, was passiert, wenn ein Mitglied der Eurozone seine Schulden restrukturieren muss, also nicht Euro-Austritt, sondern nur Schulden restrukturieren. Und Ihre Antwort dort war, We don't want to speculate on the probability of things that have no chance of happening. Und dann haben Sie sich etwas pikiert beschwert, Why are you asking me that? Nun, genau diese Frage stelle ich Ihnen hier auch unter Hinweis auf die Antwort, die Sie Anfang Januar dem Kollegen links von mir sitzend gegeben haben, in der Sie ein hypothetisches Szenario ja beantwortet haben, und zwar das hypothetische Worst-Case-Szenario. Ich frage Sie also, was passiert, wenn ein Mitglied der Eurozone insolvent wird und seine Schulden restrukturieren muss, insbesondere im Hinblick auf die vielen Milliarden Staatsanleihen, die in der Bilanz der EZB stecken? Und zweite Frage, wie können Sie sicherstellen, dass die EZB nicht das Gleiche tut wie 2010, als Griechenland vor dem Bankrott stand und die EZB massenhaft griechische Staatsanleihen aufgekauft hat, um den Bankrott Griechenlands zu verhindern? Now, let me ja, ich werde versuchen, zwei oder drei kurze Antworten zu geben. Ja, der Euro ist nicht rückgängig zu machen, das steht auch in Verträgen. Versuchen Sie jetzt nicht diese Restrukturierung mit dieser Frage der Verbindlichkeiten zu verbinden. Zweitens, Sie haben mir die Frage gestellt, was geschieht, wenn ein Staat, ein souveräner Staat, seine Schulden restrukturiert? Und ich habe Ihnen gesagt, schauen Sie sich Griechenland an. Drittens, Sie sagen ja, dass wir Risiken für die gesamte EU-Zone auf Eurozone aufnehmen, aufgrund der Anleihen, die die EZB in verschiedenen Ländern gekauft hat. Die Antwort, es gibt keine Risikoteilung, nur einen bestimmten beschränkten Betrag. Also der größte Teil der Risikoumstrukturierung fällt auf die nationale Zentralbank. Vielen Dank.